Das war jetzt ein intensiver Prozess, Katharina, über 2 Jahre lang. Unglaublich auch, was wir da alles so über uns rausgefunden haben. Und irgendwie haben wir immer schon gespürt, das ist das Hofbräu aus Traunstein, das ist was Besonderes. Seit Jahrhunderten schon, wenn man sich mit der Geschichte beschäftigt. Und wir haben jetzt vor 2 Jahren angefangen, damit diese ganzen Geschichten, die das Hofbräuhaus Traunstein ausmacht, die ganze Tradition vom Kurfürst vor über 400 Jahren angefangen, über das, was heute bei uns gemacht wird, unser Team, unsere Mannschaft, das besondere Bier, das braut wird, oder auch die Geschichte von unserer Familie, der Familie Seiler, die schon seit über 400 Jahren Gastwirte, Landwirte und Brei sind. Und wie sich das zusammenfügt dann zu was Besonderem. Und die ganzen Geschichten, die wir da gesammelt haben, die waren dann irgendwo so der Startschuss für uns, dass wir gesagt haben, oh, da ist wirklich mehr da und das müssen wir uns jetzt einfach, ja, eigentlich einfach von Grund auf nochmal alles, richtig einmal alles auf den Prüfstand stellen. Also das Prüfen, das war uns natürlich ganz, ganz wichtig. Wir haben ja einen ganzen Baum voller Geschichten gesammelt, alle spannend, alle interessant. Aber wir wollten einfach nur mehr wissen. Wir wollten genau erforschen, wer sind wir eigentlich? Was macht uns aus? Was ist so wichtig? Deswegen haben wir unsere Zielgruppen erforscht. Deswegen haben wir auch Umfragen gemacht, weil es natürlich ganz wichtig ist, wir haben ein Bild von uns, aber wie sehen uns denn die Leute draußen? Was für ein Bild haben die anderen von uns? Was wir allerdings nicht im Ansatz gewusst haben, und wirklich auch nicht abschätzen haben können, war, wo führt uns denn dieser Prozess überhaupt hin? Es gab einen ersten Entwurf der Etiketten, aber das waren nicht wir, da haben wir uns nicht wiedergesehen. Und dann haben wir gewusst, jetzt müssen wir irgendwas machen, jetzt wird es ernst. Das ist dann so ein Moment, wo es dann irgendwie, jetzt hat man schon so viel geschaffen, so viel geleistet und irgendwie gespürst, das ist es nicht. Und das ist vielleicht auch das, was bei uns im Hofbräuhaus Traunstein so was Besonderes ist, dann nicht sagen, okay, jetzt gehen wir den Weg, auch wenn das jetzt einmal als der leichtere Weg erscheinen würde, sondern wirklich nochmal nachdenken, nochmal überprüfen und sagen, nein, also da müssen wir nochmal eigentlich in dem Bereich der Etiketten nochmal von vorne anfangen. Und dann, kann man schon fast sagen, ist es stürmisch geworden bei uns. Wir haben das nämlich dann die Gehirnstürme genannt, auf gut Bayerisch als Brainstorming. Wir haben eine eigene kleine Projektgruppe nochmal gegründet und haben uns wirklich jede einzelne Biersorte bei uns nochmal persönlich vorgeknüpft. Stundenlang darüber philosophiert mit den Braumeister zusammen, was ist das Besondere dran, von den Rohstoffen angefangen, über die Geschichte der letzten 100 Jahre, wie hat das Bier ausgeschaut, wie waren die Etiketten gestaltet, was gibt es sonst für Geschichten zu dem Bier, die Werbeartikel mit dazu, all diese Geschichten und haben eigentlich, und das ist das Tolle drauf, bei jedem Bier so diese eigene Seele, den eigenen Charakter rausgearbeitet. Es ist da wirklich also ein ganz tolles, ganz detailliertes Briefing rausgekommen für die Etikettendesigner und die sind dann ans Werk gegangen. Und rausgekommen sind wirklich ganz, ganz einzigartige Etiketten. Die sind, jedes ist liebevoll mit der Hand wirklich gezeichnet, die Illustrationen drin. Es ist überall in die Besonderheit aufgenommen. Es ist Anlehnung an die Geschichte gefunden. Also es ist was ganz, ganz Einzigartiges entstanden. Ein Ergebnis, wo wir dann gesagt haben, das sind wir, so finden wir uns wieder. Und vor allen Dingen spiegelt es auch den Charakter von den Bieren wieder, die ja auch bei uns ganz, ganz besonders und herausragend sind. Und so hat es dann richtig schön zusammengefunden. Dann ist Corona gekommen. Lecco mio. Da trat es die erste Mal sauber rein. Da hat es uns auch richtig hart erwischt, muss man so sagen. Aber dann kommt wieder das, was einem da vielleicht auch diese Kraft gibt, wenn man so ein Unternehmen hat, das über 400 Jahre alt ist und sich mal überlegt, das Hofbräuhaus Traunstein war 6 Jahre alt, also eigentlich heute darf man nur sagen, ein Start-up, wie der 30-jährige Krieg angegangen ist, eine der größten Katastrophen der Menschheit. Wir haben die Pest überlebt, wir haben Weltkriege überlebt, wir haben eine Währungsreform überlebt, wir haben Stadtbrände mit unserem Bier gelöscht. Und wenn man das alles weiß, natürlich waren wir nicht selber dabei, aber wenn man das alles weiß, dann gibt es irgendwie auch die Kraft und tragt einen da drüber und auch das Vertrauen und die Stabilität, dass man trotz all dieser Dinge was Besonderes schaffen kann mit der Brauerei, mit dem Unternehmen. Und das hat uns dann auch wirklich die Power gegeben und gesagt, wir nutzen jetzt einfach die Zeit, weil es war ja auch, wir haben ja auch keine Festel gehabt den ganzen Sommer über. Wir haben auch nicht zu unseren Wirten rausgekommen, was wir eigentlich ja so lieben. Aber trotzdem haben wir die Zeit einfach genutzt und gesagt, okay, jetzt sind wir mit den Etiketten, mit dem ganzen Prozess so weit, das dehnen wir jetzt einfach aus auf alles, was wir so nach außen bringen vom Hofbräuhaus, unsere ganzen Geschichten, unser ganzes Erscheinungsbild, das wir jetzt da
komplett auch nochmal neu gestalten. Und jetzt für mich als Brei war es auch besonders zum sehen, mit welchem Engagement und auch welcher Flexibilität, weil wir einfach auch viel verändern bei uns, das ganze Team, die ganze Mannschaft mit dabei war. Und auch das ist irgendwie, wenn man es wieder mit der Mannschaft vom Kurfürst vergleicht, auch wieder irgendwo so dieser Brückenschlag. Das ist wohl seit hunderten von Jahren hier immer schon so gewesen, weil der Kurfürst selber, der war nicht die geniale Person, sondern seine Mannschaft, die er gehabt hat, die diesen Standard ausgewählt hat. Und das trifft es natürlich auch, dass wirklich, es hat jeder mitgemacht, es darf jeder so sein, wie er ist. Jeder konnte einfach seine Ideen mit einbringen. Und so haben wir alle gemeinsam was gestemmt. Wir kannten eigentlich die Intensität des Prozesses an die Ladrungen der Tragerl rechnen und an die Haufen zusammengerauchte krumme Hund und an die Massen an Leberkasten. Es war sehr intensiv. Aber man muss schon sagen, wenn man sich so intensiv mit der Brauerei beschäftigt, mit allen Traditionen, allem, was so wirklich den Kern ausmacht, da kann man schon fast sagen, es ist schon fast, wie wenn man sich neu ins Hofbräuhaus verliebt. Das ist schon was sehr Intensives, wirklich. Und ja, aber jetzt geht's rund, jetzt geht's dahin. Ich bin wirklich gespannt. Wir kommen jetzt mit allem raus, wie die Reaktionen drauf sind, wie die Rückmeldungen sind. Wir haben die neue Homepage, vor allem die Etiketten natürlich, Social Media, der ganze Auftritt. Und eigentlich ist das jetzt auch erst so ein richtiger Startschuss für alles, was noch so kommt. Und wir sind selber gespannt, aber es kann auch jeder andere auch gespannt sein. Da wird sich echt noch was tun, oder? Das ist richtig, ja, genau, da freuen wir uns drauf. Weil das ist eigentlich genau so ist bei uns. Es bewegt sich dauernd was und das ist ja unser Slogan, unser Motto. Echt fürs Leben, weil so sind wir einfach. So schaut's aus.